was es verändert hat, ist definitiv, der Lifestyle hat sich grundsätzlich verändert. Also ich habe zwar schon vorher auch Kunstmesse gemacht, aber ich kann das jetzt innerhalb von 5 Jahren übersehen, seit 2012 bis jetzt. Das raste Gut jetzt ist Zeit, um eine internationale Person nach Wien zu bekommen. Muss man abwägen und muss man verstehen, was diese Person braucht. Wenn in 2012 exotische Ziele interessant waren und Leute waren sehr offen, so ist es jetzt so, dass Leute genau wissen wollen, welche Qualität und was sie bekommen für die Zeit, die sie investieren. Es ist noch nicht mal so sehr das Geld, wie die Zeit, die investiert werden muss. Das heißt, Wien außerordentlich gut positioniert, denn man verbringt ganz wenig Zeit mit Logistik und bekommt aber innerhalb kürzester Zeit und sehr intensiv und dicht alles zu Fuß begehbar. Das ist das wunderbare Zentrum hier in der Innenstadt, eine höchste Qualität geboten. Und nirgendwo sonst auf der Welt gibt es eine Stadt, die so ein dichtes Angebot hat in einem solchen Zentrum. Das ist das höchste Gut. Dann möchten die Leute keinen Standard und keinen Durchschnitt sehen. Das ist auch sehr wichtig für einen internationalen Besucher. Das Durchschnitt, also das heißt, wenn sie in eine Stadt es schaffen, möchten sie Exzellenz erleben. Und Wien ist die Stadt der Exzellenz. Das heißt, du möchtest keine Standardbauten sehen, wenn du unterwegs bist, sondern du möchtest im Endeffekt das beste Restaurant, das beste Hotel, die beste Galerie. Also wir sind eine Messe und bieten den internationalen Standard einer Messe. Unser Ziel ist es nicht, die Bestehenden, die eh schon da sind, zu betreuen, sondern wir wachsen jedes Jahr um internationale Besucher. Es wäre traurig, wenn man sagen würde, okay, wir teilen jetzt die auf, die bestehend sind, sondern das Ziel ist ganz klar, das ist eine internationale Messe, die absolute Internationalität aufweist und diese Stadt kann ganz leicht noch viel mehr internationale Besucher vertragen und wird sie auch bekommen. Ja? Also das wäre ja ganz hinterwäldlerisch zu denken, jetzt teilen wir uns das auf. Ja? Also das ist in keinem Fall, wie wir diese Geschichte betrachten, sondern wir sehen Wien als Kulturhauptstadt Europas. Punkt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt neue Galerien haben. Das ist einmal ganz wichtig. Und zweimal ist ganz wichtig zu verstehen, dass Österreich und Wien einfach noch internationaler sein kann. Also dass man nicht irgendwie in den Kampf geht, die Lokalen zu teilen, sondern dass man versteht, man kann international absolut mitspielen. Ja? Und dass gar keine Frage ist, ob noch mehr internationale Besucher kommen, sondern ja, natürlich kommen die. Ja? Also dass man nicht in so einen Tunnelblick und Lokalblick gerät, sondern dass man wirklich international denkt. Wir betreiben die Politik der kleinen Schritte, ja. Wissen Sie, man kann nicht alles alleine machen. Man kann nur durch seine Arbeit überzeugen. Und das heißt, die Leute, die da sind, wir arbeiten ja noch, wir sind ja noch nicht fertig. Die Leute, die da sind, müssen wir davon überzeugen, was hier passiert. Und ich sehe in sehr vielen Gesichtern, die jetzt das erste Mal hier waren, sehr viel Begeisterung. Das Feedback ist Wahnsinn, wusste ich nicht. Ich bin ganz überrascht. Es sind ja ganz neue Leute, ganz andere Galerien, ganz toll. Und wenn wir die konvertieren zu wiederkehrenden Besuchern, ich glaube, als wir angefangen haben, wussten wir, dass Wien sehr schön ist und sehr spannend ist für diesen Dialog zwischen Ost und West. Aber ich glaube, dieser Dialog ist sehr viel größer. Ja? Das ist im Endeffekt mit Wien als wirklich
Kulturhauptstadt Europas und dem Rest der Welt. Und Wien, wenn wir lernen, zusammen mit allen Teilnehmern dieses zeitgenössische Bild von Wien zu kommunizieren, dann werden wir uns sicherlich noch wundern, was hier passiert.